Und ich finde die so, so, so perfekt für den Herbst, die Farbe. Guckt euch das mal an. Ich habe mir auch, um die Zeit in Berlin so ein bisschen in Erinnerung zu halten, einen neuen Charme für mein Pandora-Armband geholt. Der hat so einen krass schönen Schimmer drauf. Ich habe mir auch ganz viele Cardigans geholt und der ist ja wirklich so unfassbar weich. Ich war wirklich schockiert, weil ich kann gar nicht mit kratzigen Sachen umgehen. Dann habe ich mir auch noch die hier geholt, das durchsichtige Hülle geholt und da dann einfach so Sticker drauf geklebt. Und hey Leute und welcome back zu einem neuen YouTube-Video. Es fühlt sich gerade so crazy an, das aufzunehmen, weil ich ja jetzt 2 Wochen in Berlin war und gar nicht mehr so dieses Face-to-Face-Kamera-Ding richtig gemacht habe. Aber ich freue mich auch sehr. Ich habe einige Sachen geshoppt und die wollte ich euch einfach mal zeigen. Der Herbst fängt ja jetzt auch so langsam an, deswegen sind ja auch einige Herbstpieces dabei. Ich werde euch versuchen, natürlich wieder so viel wie möglich in der Beschreibung zu verlinken. Also wenn ihr da irgendwas sucht, guckt da auf jeden Fall vorbei. Und ansonsten starten wir direkt mit dem Video. Wir starten einfach direkt mal mit diesem Banger. Ich habe mir nämlich die Adidas Spezial wieder in Braun geholt. Und ich finde die so, so, so perfekt für den Herbst, die Farbe. Guckt euch das mal an. Ich glaube, dazu brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Und ich finde auch, dass diese Schuh, wie nennt man das, Kategorie, Reihe, also die Spezialschuhe von Adidas, einfach so krank bequem sind. Also die anderen sind auch bequem. Es gibt ein, zwei, die finde ich nicht so bequem, aber die Adidas Spezial, wow, die sind einfach 10 von 10 bequem. Die hätte ich am liebsten auch noch in Beige und auch noch in anderen Farben, aber ich glaube, das reicht erstmal für den Herbst. Die kann man einfach so geil kombinieren jetzt. Dann habe ich mir auch noch 2 neue Jacken geholt. Ich finde solche Jacken gehen auch immer, die werden auch, glaube ich, niemals out sein. Auf Instagram habt ihr die meisten Sachen auch tatsächlich schon in Action gesehen. Ich war sehr schnell mit dem Upshooten. Das heißt, wenn ihr immer up to date sein wollt und die neuesten Sachen sehen wollt, folgt mir da auf jeden Fall. Und ich finde, das ist einfach mit die perfekte Jacke. Die gibt es auch noch in Braun und ich finde den Schnitt einfach unfassbar geil. Dann habe ich mir auch noch die hier geholt. Das ist so eine, ja, würde ich sogar sagen, exakt in der gleichen Farbe wie meine Adidas Spezial, so eine Fake-Wildlederjacke. Die ist auch richtig schön oversized. Die hat einfach auch den perfekten Schnitt und tatsächlich endlich mal Taschen, die man benutzen kann, weil ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich bin immer schockiert bei Frauenkleidung. Ich will da was in die Taschen reintun, dann sind da schon so richtig echte Taschen dran und dann kann man die trotzdem einfach nicht öffnen. Und das sind auch dann nicht so welche, die man so aufschneiden kann oder so. Das kann man auch bei vielen Sachen machen. Sondern einfach gar keine. Und die hat so richtig viele Taschen. Da kann man auch perfekt noch so ein Hoodie oder so drunter ziehen. Ich habe mir auch ganz viele Cardigans geholt, weil ich finde, das ist einfach das perfekte Piece für den Herbst. Man kann Cardigans einfach so gut kombinieren. Und ich hatte ehrlich gesagt gar nicht so viele. Also auch welche, die schon 5, 6 Jahre alt waren und dementsprechend dann auch aussahen schon. Ich fange einfach mal an mit diesen Basic Schwarzen. Ich finde, so einen Schwarzen sollte jeder im Schrank haben. Ich finde es auch gerade so schön, wenn man die oben nur den ersten Knopf zumacht und die dann unten so ein bisschen offener sind. Und die sind einfach so cozy. Kann man einfach mit allem kombinieren und auch perfekt jetzt für den Spätsommer, Frühherbst, weil man das einfach auch ein bisschen kühler oder ein bisschen wärmer kombinieren kann, je nachdem, wie man es halt braucht. So einen ähnlichen habe ich jetzt auch noch in so einem Grau mitgenommen und der ist ja wirklich so unfassbar weich. Ich war wirklich schockiert, weil ich kann gar nicht mit kratzigen Sachen umgehen und der ist halt perfekt, perfekt. Der ist auch nicht zu dick, auch nicht zu dünn, da kann man auch wieder schön den Knopf oben nur zumachen und der ist so richtig, richtig, richtig cozy. Dann habe ich noch so einen braunen mit Kragen mitgenommen, weil mir alle gesagt haben, dass das so perfekt zu meinen Haaren passt. Ich weiß nicht, wem es bis jetzt aufgefallen ist, aber meine Haare sind ein Ticken dunkler. Ich würde auch nicht sagen, dass das so crazy auffällt. Ich habe natürlich jetzt auch schon ein paar Mal meine Haare gewaschen. Aber jetzt für den Herbst finde ich die Kombi eigentlich ganz nice. Also ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Doch jetzt, wenn ich näher dran gehe, sieht man auch diesen Kragen ganz gut. Da kann man auch wieder richtig schön oben nur den Knopf zumachen und der ist natürlich ein bisschen oversized geschnitten, also da kann man theoretisch auch noch ein bisschen layern. Das finde ich nämlich auch gerade praktisch für den Herbst oder vor allem für den Winter, wenn man nicht frieren will, aber trotzdem ein bisschen fresh aussehen will, kann man richtig geil auch einfach mehrere Cardigans übereinander ziehen und sieht dann trotzdem aus, als hätte man einen Plan von geilen Outfits. Dann habe ich mir auch noch so einen Pastellgelben mitgenommen, weil Pastellgelb ja irgendwie dieses Jahr die Farbe war. Und ich glaube, der hier wird auch richtig, richtig schön im Frühling noch aussehen. Weil ehrlich gesagt will ich auch nicht den ganzen Herbst nur schwarz und braun und grau tragen, sondern auch mal so ein bisschen was Süßeres, ein bisschen Frischeres, dass man irgendwie nicht komplett sad wird, wenn es in Deutschland eh schon so eklig ist die ganze Zeit. Und den hier, beziehungsweise den grauen auch, kann man auch perfekt einfach komplett
zumachen und dann einfach als Oberteil tragen. Und das finde ich auch richtig, richtig schön. Dann habe ich mir auch noch so einen riesigen Cozy Pulli geholt. Also der ist wirklich sehr, sehr groß. Den hätte ich auch in S nehmen können. Das ist jetzt eine M, aber es gab den nur noch in M. Ich zeige den euch jetzt nur mal so, weil ihr werdet eh nicht den ganzen Pulli auf der Kamera sehen, wenn ich den jetzt anhab. Und der ist wirklich perfekt, um zu Hause einfach zu chillen damit, weil der so richtig, richtig dick ist. Let me tell you, ich friere unfassbar in meiner Wohnung. Es ist so kalt, weil ich im Schatten auch immer bin und einen Keller unter mir habe. Und dann ist einfach der Boden eiskalt und die Luft ist eiskalt, weil die Temperatur muss irgendwie auf so einen bestimmten Punkt fallen, damit die Heizung überhaupt angeht. Und das ist mir persönlich zu spät. Deswegen chill ich eigentlich immer mit Wärmflasche, Wärmedecke, mit so fetten Pullis, Kuscheldecken. Und ich liebe es einfach nur. Dann habe ich hier noch zwei Pieces, die eigentlich eher zu Sommer noch passen. Aber ich wollte es euch trotzdem wenigstens gezeigt haben, weil ich es echt cool finde. Und die habe ich jetzt beide in Berlin geholt. Einmal so eine Jeans-Shorts. Die Farbe ist ja jetzt wieder ultra in. Und ich hatte sehr lange nicht mehr so eine dunkle Jeans. Und ich liebe das. Das ist so eine etwas längere Shorts. Die hatte ich eigentlich geplant, sogar auf dem Lollapalooza zu tragen. Aber habe mich dann doch für ein anderes Outfit entschieden. Aber finde ich richtig geil. Wird, glaube ich, auch sehr lange tragbar sein. Und das ist das, was ich im Endeffekt dann getragen habe. Und zwar so ein Mini-Rock mit so richtig coolen Taschen und so. Sowas hatte ich auch noch gar nicht. Feiere ich auch richtig, richtig dolle. Und als letztes Piece habe ich hier nochmal so ein komplett basic Top. Und ich finde das so krass gut. Ignoriert jetzt einfach mal die Flecken, die da schon drauf sind, weil ich das literally jeden Tag getragen habe einfach. Und ich finde das perfekt. Der Schnitt ist perfekt. Und was ja immer richtig schwierig ist, finde ich, bei so weißen Sachen, dass die nicht komplett durchsichtig sind. Und das ist es einfach mal gar nicht irgendwie. Das war es jetzt erstmal mit Kleidung. Ich habe aber noch einiges an Accessoires, noch ein bisschen Make-up, bisschen Schmuck und andere Sachen dabei. Was ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen wollte, sind die Sachen von Yves Rocher, weil wir einfach in Berlin alle die Sachen benutzt haben. Ich liebe diesen Duft. Ich habe euch die Sachen ja schon mal gezeigt. Und ich finde, das ist natürlich klar irgendwo auch ein Sommerduft, aber ich finde, der passt gerade auch richtig gut in den Spätsommer und Herbst, weil wer mich kennt, weiß, dass ich so richtig schwere Düfte einfach nur liebe. Und so jetzt so blumige Sachen, finde ich, passen dann eher an den Anfang, an den Frühling, und so richtig schwere Sachen eher Richtung Ende. Und ja, da ist auch Kokosnuss drin. Dieses Body Spray benutze ich richtig, richtig gerne. Ich habe mir auch ein paar Sachen gesneakt aus dem Haus. Unter anderem dieses Body Oil. Ich weiß, wir werden jetzt viele Schichten tragen, aber gerade mit dem Prinzip, was ich euch eben gezeigt habe, mit dem Layering, kann man auch unten mal einen Rock tragen, wenn man oben zum Beispiel cozy einen Sweater anhat, und dann kann man richtig geil die Beine nochmal ein bisschen zum Glänzen bringen, und gerade weil das so auch ein bisschen Partikel drin hat, sehen die Beine auch nicht so weiß aus. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mich jetzt 3 Monate gesonnt und auch immer Öle benutzt und so, und ich habe trotzdem das Problem, dass meine Beine weiß sind, und damit sehen die halt richtig, richtig geil aus. Und weil das Wetter natürlich ein bisschen kälter trotzdem wird, müssen wir auch wieder darauf achten, unsere Beine sehr viel einzucremen. Meine Beine könnten literweise Feuchtigkeitscreme vertragen, weil die einfach so trocken werden, vor allem die Schienbeine im Sommer. Und da ist natürlich so eine Body Milk richtig wichtig und praktisch. Gerade bei so Sachen, die ich mir auf die Haut schmiere, da versuche ich schon immer darauf zu achten, dass es wenigstens irgendwie silikonfrei ist oder auch ohne Mineralöle. Das ist natürlich bei der Reihe jetzt auch der Fall. Außerdem sind 97% der Inhaltsstoffe auf natürlichem Ursprung. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der jedes Mal darauf achtet, aber ich finde es übelst geil, wenn halt drauf geachtet wird. Die Reihe besteht noch aus vielen weiteren Sachen, aus Duschgel, aus Haarshampoo, und ich werde euch auf jeden Fall unten nochmal alles dazu verlinken. Was tatsächlich jetzt erst gestern angekommen ist, ist eine neue Handyhülle von mir. Ich finde die richtig geil. Das Einzige, muss ich sagen, was mich ein bisschen stört, ist, dass sie so sehr glatt ist und mein Silikonnoppending da nicht mehr so gut dran hält. Aber meine alte ist einfach komplett Schrott gegangen, und ich hatte davor ja eine rosane, jetzt glaube ich seit Februar oder so. Und ich wollte jetzt einfach mal wieder was Cleaneres für den Herbst haben. Da kann ich mir auch sehr gut eine weinrote Hülle vorstellen. Allgemein Weinrot und Herbst passen einfach 10 von 10 zusammen. Passend dazu habe ich mir auch eine neue Hülle für mein iPad geholt. Ich finde, das sieht immer so unfassbar riesig aus irgendwie. Auf jeden Fall habe ich mir einfach so eine durchsichtige Hülle geholt und da dann einfach so Sticker drauf geklebt. Und ihr könnt euch nochmal kurz durchlesen, was da alles so drauf steht. Ich finde die so cute. Gibt mir so einen schönen, cozy Vibe immer, wenn ich da drin arbeite. Hannah hatte in Berlin auch diesen Gloss dabei von Kiko. Das ist jetzt die Nummer 31, glaube ich. Genau.
Und das ist ja mal so eine geile Farbe. Ich hatte den schon immer auf TikTok gesehen, aber irgendwie nie gekauft. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann. Der hat so einen krass schönen Schimmer drauf und riecht auch richtig geil. 10 von 10. Ich habe mir auch neuen Schmuck geholt, unter anderem diesen Ring hier. Ich weiß nicht, ob man den gerade so gut erkennen kann. Ich finde den so pretty. Der musste sofort mit. Ich konnte da gar nicht drum herum gehen. Und vorwiegend fürs Festival, würde ich sagen, habe ich mir auch so Sternohrringe geholt und eine passende Sternkette. Die habe ich aber so auch schon danach auch getragen. Ich finde Sterne einfach unfassbar krass. Ich trage hier alles auch gemixt. Das war tatsächlich eigentlich ein Piece für mein Festival-Outfit, aber ich habe mich ja dann das für das mit dem Rock entschieden und dem Sternschmuck. Eigentlich hätte ich ja diese dunkle Jeans und dann mit einem weißen Top und diesen Crazy Charm-Schmuck hier getragen. Der ist auch einfach so richtig funny. So ein Dosenlasche heißt das, glaube ich, drauf. Finde ich richtig geil. Ich habe mir auch, um die Zeit in Berlin so ein bisschen in Erinnerung zu halten, einen neuen Charm für mein Pandora-Armband geholt. Und das ist einfach so richtig funny. Das Brandenburger Tor, ich weiß, das ist sehr klischeehaft und ein bisschen random, aber ich finde es irgendwie voll cool, weil die Zeit mich wirklich voll geprägt hat, ich richtig viele coole Leute kennengelernt habe und es einfach für immer in Erinnerung halten will. Und dafür habe ich mir das Armband auch gekauft, um einfach so besondere Momente sammeln zu können. Und als letztes habe ich mir auch noch endlich die Body Sprays von Sol de Janeiro geholt. Ich bin einfach obsessed. Das hier habe ich jetzt, also das rosane, ich glaube das ist jetzt Nummer 68. Habe ich auch richtig oft in Berlin getragen. Oh, das ist auch schon voll eklig. Aber das ist mir jetzt tatsächlich mittlerweile auch schon zu blumig. Ich glaube, ich würde dann entweder das hier tragen. Aber das ist auch schon sehr, sehr Sommer, Sommer, Sommer. Also das ist jetzt im Gegensatz zu dem vom Yves Rocher wirklich richtig Sommer, finde ich. Also es riecht auch so ein bisschen nach Sonnencreme und noch so ein bisschen vanilliger. Aber feiere ich richtig krass. Das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, die Pieces haben euch gefallen. Das wird definitiv nicht der letzte Herbst-Haul sein. Ich habe da auch schon wieder neue Pieces ins Auge, wie nennt man das, ins Auge geworfen, ins Auge genommen, ins Visier genommen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Inspirationen mitnehmen. Ich habe auch noch andere Fashion-Inspo-Sachen geplant für die nächsten Wochen. Deswegen guckt da vor allem auch auf TikTok vorbei. Ich glaube, da wird richtig viel cooler Stuff online kommen. Ansonsten lasst sehr gerne einen Kommentar da, welches Piece euch am besten gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen richtig schönen Tag. Bye!